Huren Sie nun die Abdankungsrede der Kanzlerin. Liebe Mitblenkerinnen und Mitblenker, seit sich ewig anfühlenden 20 Monaten schmachten Sie nun unter meiner kompromisslosen Regierungskommentierung, unter einer vom Seitenrand aus verachteten pandemischen Krisenverwaltung. Nun aber ist endlich wieder Zeit, die Uhren zurückzustellen. Für mich als Kanzlerin, und ich sage das nicht ohne Zuversicht, ist es endlich an der Zeit, mich in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Denn wir wissen doch alle, nach der Krise ist vor der Krise. Denn das System Kapitalismus ist die Krise par excellence, ist Krise in Permanenz. Das sage ich Ihnen als Charaktermaske, in aller gebotenen Offenheit, ins nun wieder unverdeckte Gesicht. Halten Sie es doch einmal in die Herbstsonne, denn die kostet aktuell noch nichts und wärmt doch. Beruhigend ist daher, auch wenn das große, ferne Sibirien schmilzt und Andi Scheuer bereits die erste Autobahn auf dem Mars plant, dass die Uhren und die menschengemachte Sommerzeit weiter ihren Gang der Dinge bzw. den des freien Warenverkehrs gehen. Ich möchte Sie daher mit einer gewissen Vorfreude einstimmen auf den Winter, der da kommt, auch wenn es menschlich insgesamt etwas kälter werden könnte. Als ich Ihnen einen schier endlos langen Summer of Sektgarten angekündigt hatte, hieß es aus durstig maskierten Kehlen: Wir sind noch nicht geimpft und trotzdem noch da. Jetzt sind in der Kernzielgruppe der Generation Live Long and Prosper fast alle durchgechippt und ich als Kanzlerin kann abdanken, auch wenn noch zu viele unter ihnen meinen dialektischen Realutopismus und seine hedonistisch-insurrektionalistische Hermeneutik nie verstanden haben, was ich ausdrücklich bedauere, aber nun ja auch nicht mehr ändern kann. Irgendwann ist schließlich mal Scholz. Liebe MitblenkerInnen und Mitblenker, ich freue mich ehrlich auf meinen Nachruhestand. Vielleicht sehen Sie mich bald in Zivil, in einem unauffälligen schwarzen Hosenanzug vorne links. Sollte alles, wieder jede Erwartung, schlimmer werden, werde ich mich dem Ruf meiner Meute von nie wieder Schlafschafen kaum widersetzen können, sondern zurück in den Dienst kehren und die Beschissenheit der Dinge auf das leider notwendige Maß zusammenkärchern. Weil die Pandemie aber nachlässt, beziehungsweise sich angesichts all der anderen Katastrophen auf ein Hintergrundrauschen dimmen lässt, sage ich mit besonderer Freude, auch im Namen der deutschen Automobilindustrie und ihrer abschaltautomatischen Energiewendigkeit, drehen wir die Uhren gemeinsam zurück. In einem feierlichen Zapfen bzw. Zeigerstreich werden wir die Uhren in der Nacht vom 30. zum 31. Oktober 2021 um eine Stunde zurückstellen. Für Sie als Wahl-BerlinerInnen heißt das: Franziska Giffey ist regierende Bürgermeisterin. Zugegeben, das ist mehr als eine Stunde. Für alle in Deutschland bedeutet nicht nur die FDP in der Ampel, dass Zeit Geld ist. Und für alle MitblenkerInnen und Mitblenker bedeutet das gar nichts. Ihre Selbstverwirklichungsgaststätte hat dieses Wochenende ausnahmsweise zu. Drehen Sie sich daher einfach nochmal um und schlafen Sie weiter den Schlaf der Unverbrauchten. Nutzen Sie die bevorstehende Woche zur chronobiologischen Anpassung an die neue, alte Zeit. Sollte Sie die Zeitumstellung kurzfristig verwirren, hier eine Faustregel für diese Saison aus dem Herzen der noch schlummernden Feierbestie. Im Herbst werden die Boxen vom Garten zurück in den Club gehängt. Ab dem 5. November wird hier die alte Zeit gefeiert, wird die Sehnsucht nach einem vergangenen Frühjahr zur respirativen Perspektive. Wenn alles klappt, wird es sich echt anfühlen, auch wenn wir alle Zeit brauchen werden, um uns an das Alte als Gegenwart zu gewöhnen. Zurück in die Zukunft,
und auf ein neues. Und vergessen Sie niemals, Schatten haben später Angst, Uhren befummeln die Zeit. Liebe Mitblenkerinnen und Mitblenker, schon meine weitgehend unbekannte Lieblingsband Mutter wusste, es gibt nur eine Zeit, die neue Zeit, die alte Zeit ist tot. Lassen Sie es mich für unsere internationalen Gäste auf Denglisch sagen. If I look blank, I am lost. To go out of myself, I have to get 2G. The unmasked dancer is the new shit. Damit auch Sie den tieferen Sinn dieser Parabeln erfassen, kurz bevor Ihnen alles egal wird, lassen Sie mich Ihnen die neue Zeit anschaulich erklären. Wenn Sie zukünftig die autonomen Disco Ihrer Wahl besuchen, müssen Sie zwar bei der Anreise und in der Schlange an der Biegung des Flusses allzeit vermummungsbereit sein. Aber nach erfolgreich absolviertem Check-in können alle Hüllen fallen gelassen werden. Also, wenn es dem konsensualen Vergnügen dient, auch der Mund-Nasen-Schutz. Einlass erhalten Sie ab dem 5. November nach der sogenannten 2G-Regelung. Sie sind also entweder vollständig geimpft oder genesen und können das auch digital nachweisen, zum Beispiel mit der CovPass-App. Ein negativer Test hingegen berechtigt nicht zum Einlass. Weil es vor einem Clubbesuch immer hilfreich ist, sich der eigenen bürgerlichen Existenz zu versichern, ist ein Nachweis ihrer Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis leider unverzichtbar. Der Check-in erfolgt via Corona-Warn-App oder über corona-anmeldung.de. Datenmäßig müssen Sie sich also leider bereits am Einlass ein bisschen mehr nackig machen als in den alten Zeiten. Wer von außerhalb der EU anreist, aber mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft ist, kann sich in einer Berliner Apotheke einen digitalen EU-Impfnachweis ausstellen lassen, der via CovPass-App gescannt werden kann. Wenn kein Smartphone existiert oder das ohnehin extrem umweltschädliche Gerät die Gerätsche macht oder keinen Saft mehr hat, dann kann der Nachweis auch mit einem analogen Zettel mit digitalem Impfnachweis erbracht werden. Hashtag ausgedruckter QR-Code. Liebe Mitblenkerinnen und Mitblenker, das war jetzt vielleicht etwas zu schnell für Sie. Aber keine Sorge, Sie können unter www.aboutblank.li/winterblank die jeweils aktuellen Spielregeln mit der Lupe nachlesen und sich entsprechend gewissenhaft auf die nächste Welle der pandemisch überkrusteten Selbstverwirklichung vorbereiten. Denn was wäre der bedingungslose Kapitalismus schon ohne seine gelegentlichen Störungen im Betriebsablauf? Das frage ich Sie in rein rhetorischer Übereinkunft mit dem Kommando Thomas Ebermann und das nicht erst seit Corona. Antworten will ich Ihnen auch diesmal lieber schuldig bleiben. Das hat all die Jahre gut geklappt. Und was sind schließlich 96.000 Todesfälle Deutschland und knapp 5 Millionen weltweit verglichen etwa mit einem Lieferengpass bei Halbleitern oder Unterhaltungselektronik? Dennoch, ich möchte nicht aus dem Amt scheiden, ohne Ihnen drei Zukunftsversprechen zu geben. Alle drei Metadaten gestützt und Ehrenworts abgesichert. Erstens. Die Freiheit unserer beneidenswerten Lebensweise wird zwar nicht mehr am Hindukusch, dafür aber mit neuem Elan an der polnisch-belarussischen Grenze, im gesamten Mittelmeer, auf der Balkanroute, in den Internierungslagern auf den griechischen Inseln und in den Bemühungen zur Vorverlagerung der Abschottung verteidigt. Zweitens. Der Kampf gegen aggressive Mikroorganismen wie auch gegen organisierte Mikroaggressionen wird mit unverminderter Härte auch nach meiner Amtszeit fortgeführt werden. Dafür garantiert Olaf Brechmittel Scholz mit seinem guten Namen. Drittens. Wir werden unsere Fahrt auf den Abgrund mit unverminderter Geschwindigkeit fortsetzen,
allerdings dabei herkömmliche Verbrennungsmotoren durch modernste E-Antriebstechnik aus dem olivgrünen Wachstumsmalbuch ersetzen. Wem das alles daumenmäßig nicht gefällt, kann ja die noch verbleibende Restlaufzeit bis zum endgültigen Clockdown des Planeten in einer alternativen Realität verbringen. Wiedergeburt geht schließlich immer wieder. Starten wir also gemeinsam mit einem Rebirthing am 5. November, einer kollektiven Einübung zirkulärer Atemtechniken zur Erweiterung des inneren Raumes. Ich verspreche Ihnen ins Blaue hinein, da ist noch viel Luft nach oben. Schon ab 22 Uhr wird es mir eine persönliche Freude sein, die Restbestände des Sektgartensommers an Vorfreudige auszuschenken und gemeinsam mit Ihnen um Mitternacht die erste Nadel in die Rille zu legen, damit es wieder so schön prickelt in unseren Bauchnabeln. Denn wenn der Bass einsetzt, dann tritt das, nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Ich verabschiede mich mit einer Krokodilsträne im Knopfloch, möchte sie gern noch einmal streicheln und erkläre meine Amtszeit hiermit für gecancelt. Es grüßt Sie, from the past, Ihre Kanzlerin.